Mädchen TV. Ich bin Janita und ich erzähle euch heute mal was über das Zusammenleben oder die Zusammenführung von Hund und Katze. Vorweg, natürlich könnt ihr diese Tipps und Tricks auch auf andere Tierarten übernehmen. Also der Hund sollte bleiben, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Hasen zusammenlebt oder mit Meerschweinchen oder Hühnern oder was auch immer, dann könnt ihr das mitverwenden. Zuallererst ist wichtig, wer kommt zu wem. Ja? Also sprich, hatte ich zuerst einen Hund und möchte eine Katze dazu nehmen? Oder habe ich zuerst eine Katze und möchte einen Hund dazu nehmen? Wichtig dabei ist, dass der neue dazu kommt, sollte den neuen Lebensraum erstmal ohne das andere Tier kennenlernen können. Das heißt, wenn die Katze zum Hund kommt, dann sollte die Katze zuerst alleine das neue Haus erkunden können, die neue Wohnung. Einfach aus dem Grund, weil die Katze in der Beziehung das Beutetier wäre. Also die Katze ist kleiner und wenn, dann geht eher der Hund die Katze jagen und umgekehrt. Gibt's auch, aber ja. Und die Katze sollte einfach die Möglichkeit haben, vorher Fluchtwege zu erkunden oder erhöhte Positionen rauszufinden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es eine neue Katze einzieht, dann könnt ihr entweder, wenn der Hund wirklich total katzenfreundlich ist und ihr wisst das und er jagt auf gar keinen Fall die Katze, dann kann er von mir aus drinnen bleiben, sollte aber trotzdem an der Leine sein. Ansonsten, wenn ihr das noch nicht sicher wisst, dann führt den Hund einfach auf einen Spaziergang oder geht in den Garten mit ihm, ja, so dass die Katze sich alles anschauen kann. Okay? Es macht immer Sinn, dass man einen Geruchstausch macht, wenn das möglich ist. Also sprich, dass man im vorherigen Zuhause von dem Tier, das dazukommt, einen Geruchsträger vom eigenen Tier platziert und einen vom neuen Tier mitnimmt und zu Hause platziert. Das heißt, so gewöhnen sich einfach die Tiere schon mal an den Geruch des anderen, bevor der Umzug stattfindet. Ja? Das kann, im besten Fall ist das meiner Meinung nach eine Decke oder ein Handtuch, wo das Tier einfach drauf gelegen hat, weil das kann ich dann einfach zum Beispiel ins Hundekörbchen dazulegen oder einer Katze auch auf einen bequemen Platz zum Beispiel legen, sodass sie da vielleicht sogar drauf liegt. Dann kommt es zur Zusammenführung an sich. Im Endeffekt hat man immer das Szenario, dass die Katze im Haus ist und der Hund dazukommt. Weil, wenn ich die Katze vorher erkunden lasse und den Hund nachher reinführe, dann habe ich genau dasselbe, wie wenn jetzt der Hund neu dazukommt. Ja? Ich kann entweder der Katze, die Katze hat sowieso erhöhte Positionen, oder ich kann zum Beispiel auch mit einem Kindergitter arbeiten. Gerade wenn ich den Hund entweder sehr wenig kenne oder nicht weiß, ob der Katze verträglich ist, dann macht es immer Sinn, die Katze hinter ein Kindergitter zu setzen. Ich würde mir da jetzt keinen Stress machen, wenn die jetzt da wieder rauskommen, weil die meisten Katzen können, haben jetzt kein Problem mit Kindergittern. Aber die Katze kann da wieder dahinter und der Hund nicht. Es ist einfach eine zusätzliche Sicherung. Vorsicht bitte bei Chihuahuas zum Beispiel oder bei anderen sehr kleinen Hunden, die passen da sehr wohl dazwischendurch oft. Oder auch bei sehr sprungfreudigen oder sehr jagdmotivierten Hunden. Die könnten da auch drüber springen. Ja? Oder sehr kräftige Hunde könnten das auch ausdrücken. Also das würde ich entweder vorher probieren oder auf jeden Fall immer doppelt sichern. Also immer den Hund an der Leine behalten. Gerade wenn ich den Hund nicht kenne oder wenn ich eben nicht weiß, wie der reagieren wird, macht es immer Sinn, auch zusätzlich einen Maulkorb zu verwenden. Natürlich
kann immer sein, dass der Hund an der Leine ist. Die Katze mag Hunde, so wie unser Jackie, der ist ja total hundeverrückt. Und die Katze geht einfach zum Hund hin und der Hund hat einfach gelernt, okay, ich warte, bis die Katze herkommt und dann schnappe ich zu. Auch das hatten wir schon. Also sicherheitshalber immer einen Maulkorb verwenden, wenn ich den Hund nicht kenne. Das macht durchaus Sinn. Natürlich muss der Hund den Maulkorb gewohnt sein und muss den auch gerne tragen, weil wenn der Hund jetzt das erste Mal in seinem Leben einen Maulkorb sieht und dann zusätzlich die Katze sieht und ja, also das kann sein, dass dann einfach Katze nicht sonderlich positiv assoziiert. Von daher, genau. Ja. Und dann ist natürlich wichtig, also ich komme jetzt bei der Tür rein, mein Hund ist an der Leine, hat einen Maulkorb oder auch nicht, und dann, egal ob der Hund prinzipiell katzenfreundlich ist oder nicht, es gibt Hunde, mit denen funktioniert das so, ja, nie, aber es gibt schon Hunde, da würde ich wirklich nicht empfehlen, dass die mit Katzen zusammenleben. Auf der anderen Seite gibt es viele Hunde, die trotz Jagdhund das sehr gut lernen können. Also Kalumi ist vermutlich auch ein Teil Pointer und da ist das Zusammenleben mit Katzen trotzdem kein Problem. Aber es muss nicht so sein. Ne? So, okay. Wenn ich jetzt die Zusammenführung mache, dann ist es einfach wichtig, beim Hund und vielleicht auch bei der Katze jegliche ruhige Annäherung zu belohnen. Also bei der Katze zum Beispiel macht es Sinn, dass ich belohne, dass sie nicht wegläuft. Ja? Also gerade dieses Weglaufen verleitet den Hund einfach dazu, hinterher zu hetzen. Das heißt, ich kann bei der Katze immer zum Beispiel auch mit einem Marker und Futter oder nur mit Futter belohnen, dass sie nicht wegläuft. Ja? Trotzdem, dass sie eben in einer sicheren Position sich befindet, entweder hinter einem Gitter oder irgendwo erhöht sitzend. Und beim Hund mache ich genau dasselbe. Also ich kann zum Beispiel Klick für Blick verwenden, wo ich einfach am Anfang den Hund dafür marke, dass er hinschaut und dann gibt es die Belohnung bei mir, dabei schaut er weg. Und dann zögere ich den Marker hinaus, sodass einfach der Hund dafür belohnt wird, dass er von der Katze wegschaut. Ja? Und die Belohnung gibt es auch immer weg von der Katze. Ich kann auch sämtliches ruhige Verhalten einfach belohnen. Ja? Also jegliches Sitzen, jegliches ruhiges Stehen, bitte nicht starren. Also dieses das nicht. Da würde ich dann schauen, dass ich den Hund rausbekomme aus der Situation. Also dass ich ihn zum Beispiel mit einem total tollen Spielzeug, was er total gerne hat, einfach wegführe oder jetzt auch mit einer Tube andocken lasse und wegführe, was er halt einfach in der Situation nehmen kann. Oder wenn das möglich ist, die Katze einfach entfernen. Ja, also die Katze hochnehmen und in ein anderes Zimmer tragen. Und dann nochmal beginnen, einfach mit mehr Distanz. Ja? Wenn der Hund keine jagdlichen Ambitionen zeigt und sehr ruhig ist und ich das auch viel loben kann und viel belohnen kann, dann kann ich die Distanz einfach Schritt für Schritt verringern. Und wenn das für die Katze in Ordnung ist, den Hund auch schnüffeln lassen an der Katze. Und umgekehrt natürlich. Ja. Tendenziell würde ich eher die Katze das Tempo bestimmen lassen, weil wie gesagt die Katze eher Beute wäre, einfach immer darauf achten, dass es keinem von beiden zu viel wird. Also jetzt, es gibt ja auch Katzen, so wie den Jackie, der da total aufdringlich wird bei Hunden und dann den Hund nicht mehr in Ruhe lässt. Das sollte natürlich auch nicht passieren. Also beide sollten sich gegenseitig neutral bis hin zu positiv annehmen. Also wenn sich beide ignorieren, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, das würde ich auch so stehen lassen. Ich würde jetzt kein brüderschaftliches Kontaktliegen oder was verlangen, sondern es ist für mich okay, wenn einfach keiner den anderen irgendwie
drangsaliert oder so. Ja. Ich kann dann, genauso wie wenn ich jetzt zwei Hunde hätte, kann ich auch mit der Katze einfach trainieren, dass man sich jetzt gegenseitig nichts wegnimmt zum Beispiel. Katzen tendieren ja auch dazu, dass sie zum Beispiel beim Hund in die Futterschüssel rein nasern würden. Das würde ich zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt haben wollen, egal ob der Hund jetzt Futter verteidigt oder nicht. Es gibt ja auch Hunde, die sagen, oh naja, wenn die Katze da jetzt hingeht, dann gehe ich lieber. Also das soll es ja auch nicht sein. Außerdem würde ich darauf schauen, dass einfach der Hund toleriert, dass die Katze zum Besitzer kommt oder auch auf die Couch kommt oder auch ins Bett kommt. Also einfach Ressourcenverteidigung in Richtung anderer Tiere, einfach schauen, dass es nicht aufkommt, beziehungsweise einfach dann daran auch arbeiten, beziehungsweise managen, wo es halt notwendig ist. Ich würde am Anfang Katze und Hund nicht alleine lassen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Ich denke mir, es ist einfach nicht notwendig, dass da irgendwas passiert und ich bereue das irgendwie dann sehr lange. Also entweder ich sage, okay, ich mache eine Tür dazwischen zu oder es ist wirklich ein Kindergitter da oder sowas in die Richtung. Ne? Also einfach, dass der Hund die Katze auch in meiner Abwesenheit nicht jagen kann. Okay. Ich glaube, so im Großen und Ganzen war es das. Wenn ihr Hilfe braucht dabei bei der Zusammenführung von Hund und Katze, dann gerne. Auch wenn ihr jetzt sagt, okay, ich hätte schon irgendwie gerne ein zweites Tier, aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll oder wonach ich suchen soll, wie ich die Beschreibungen richtig deute oder wie ich mich da überhaupt aussehe. Auch da kann ich euch gerne helfen. Ich mache auch Beratungen, zum Beispiel via Zoom. Wo wir das besprechen können. Ja, wenn ihr schon ein Hund-Katze-Team habt, das so funktioniert, dann freut mich das natürlich umso mehr. Und ja, viel Spaß mit eurem neuen Familienmitglied. Bye!